Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von City Skylines. Und ja, ich hoffe, euch wird's gefallen. Gerne lasst den Daumen nach oben da. Das wäre sehr, sehr schön. Wir wollen uns heute mal darum kümmern, dass hier die Häuser mal ein bisschen, oder die Einwohner mal ein bisschen zufriedener werden, dass sie hier einziehen. Was ist da nicht genügend gebildete Arbeiter? Aber wir machen doch hier extra ganz viel Bildung und so. Also Freunde, das müssen wir jetzt bearbeiten. Wir gucken mal erst mal, was hier das Problem so ist oder was wir hier machen können. Richtlinien. Also Dienstleistungen, Rauchmelderverteilung, Recycling, Parks und Freizeitmüdigen, Bildungsschub, Nahverkehr, kostenlos, ja warum nicht. So, Steuererhöhung für dicht Besiedelte, machen wir das mal so. Bisschen mehr Steuern für die und Stadtplanung, Hochhausverbot, verbotenes starkes Verkehrsaufkommen. Nö, das ist in Ordnung. Lass uns mal das hier angucken, was wir dadurch jetzt erstmal verändert haben. Wasser sieht hier in Ordnung aus. Hier sollen jetzt mal Leute einziehen. Ihr seht hier unten meine Zahl. Das sieht nicht so gut aus, ne? Ich hab... Oh, da kommen jetzt welche hinzu. Oh. Oha. Was ist da los? Also es kommen welche dazu, aber es ist noch nicht... Guten Morgen zusammen. War ein schöner Sonnenaufgang. Sehr schön. Upgrades gibt es. Es gibt zumindest für die Leute, die da wohnen. Okay. 2000. Also wir machen gerade bald negativ, aber das ist nicht so wild. Kommen vielleicht auch mehr Leute jetzt wieder rein. Das sieht nicht so gut aus gerade. Rückgang, Rückgang, Rückgang. Sterben hier so viele Menschen? Wir wissen es nicht. Oder die ziehen einfach woanders hin? Wir wissen es immer noch nicht. Ich werde das Gebiet gleich nutzen, um ein neues Wohngebiet zu errichten. Wenn wir davon ausgehend ins Zentrum hinein ein Bahnhof setzen. Ein Bahnhof. Bahnhof. Manchmal muss ich das so reinbrüllen. Und ich guck mal, wo wir das machen. Ich habe es auch eingestellt, dass wir alles jetzt kaufen könnten. Alles purchasable. Aber im Moment sieht man da halt noch nichts. Die Damm, die Damm. Die Dump, die Dump. Hier so. Na, nicht gerade, sondern hier so. Sehr schön. Okay, wie kriegen wir das denn hier schön hin? So, vielleicht so direkt hier in die Mitte hinein. Das würde mich freuen, wenn das geht. Das wird jetzt... So, einfach mal so ein Zug hin. Und dann ist hier vorne irgendwo eine Haltestation. Am besten hier. So, natürlich brauchen wir da auch eine Straße dran. Die Frage, wie rum geht das Ding? Wie rum? Das heißt, wir brauchen erstmal hier eine dicke Verbindung in das Zentrum. Ja, also erstmal hier ein schönes Zentrum bauen. Machen wir das. Was? Industrieabfälle im Boden gefunden? Oh, oh, oh. Okay. Gut. So, vielleicht erstmal hier. Wie will ich die Straße denn aufbauen? Sollen sie von da rein? Sie können vielleicht von mehreren Seiten rein. Oh, das wäre doch cool. Hier, so von da und von da. Oder von hier. Also wir wollen auf jeden Fall im Zentrum Bahnhof haben. Hier, guckt euch das mal an. So. Hier vielleicht ins Zentrum. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das aufbauen will. Also hier ist jetzt im Prinzip so das Zentrum. Das heißt, Anbindung nach da, da, da wären möglich. Also an drei Orte könnten die reinkommen. Das heißt, im Prinzip kann ich hier außen herum einfach mal so frei nach Gusto mal so ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen Platz lassen, da wo es halt rein soll. Wie machen wir das am besten zum Einfahren in die Stadt sozusagen?
So, hier. Mal ein bisschen rüber. Wir fahren einfach über den Zug, weil wir es können. So, das ist jetzt praktisch hier eine Brücke. Wir haben hier Platz. Wir haben hier Platz. Ich baue das Ding hier mal einfach mega aus. So. So. So, jetzt müsste ich hier aber noch mal gerne eine schöne Verbindung haben. So, schaut euch das mal an. Das ist jetzt hier die Umgrenzung des gesamten Gebiets, was wir da bauen. Dann gibt es hier in der Mitte natürlich den Bahnhof. Wir wollen da eine Anbindung machen. So, passt auf. Machen wir easy peasy. Die können hier rein. Und die können hier raus. Easy, oder? Ganz easy. Die können hier von der Seite auch rein. Ich weiß nicht, was ich da baue gerade, aber es sieht schön aus. Das kann man sich noch überlegen. Entweder hier raus oder von hier. Hier so rüber. So wunderschön. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. So. Aber ich glaube, es will niemand von hier nach da, oder? Macht das irgendwie Sinn, dass ich hier so eine Verbindung mache, oder? Sowas mache? Also ich weiß es nicht. Würde das irgendwie in irgendeine... Es sieht witzig aus. Es sieht schlecht aus, aber... Ne, wir bauen es einfach mal. So, eine Verbindung ist da. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, das Ganze hier zu machen und wieder einmal. Also, wir wollen hier rein. Und wir wollen hier wieder raus. Und hier wird es jetzt schwieriger schon. Nein, was machst du? Easy, Freunde, easy, easy. So. Also wir wollen entweder von hier nach da raus, beziehungsweise von hier. So. Lass mich raten, ja, da ist so ein verdammter... Ist doch irgendwie ein bisschen ominös, ne? Mal auf. Bin ich irgendwie verrückt? Wieso kann ich keine Straße gerade bauen? So. Kann man machen. Sieht scheiße aus, aber ist mir egal. So. Machen wir den Zug jetzt hier ein bisschen höher. Und das Ding auch. Darauf kriegen wir also auch hier hin. Ist doch schön, hä? Das ist doch mal eine schöne Sache hier, Freunde.
einer dann noch weg. Gut, und das gleiche natürlich aber auch an dieser Stelle mit den Gleisen. Die natürlich hier auch mal kurz unterbrochen werden. Stört er echt einen Baum? Nee, das Gefälle ist zu steil. So. Verbunden. Okay. Wie habe ich das da hinten nochmal genau gemacht? Achso, die fahren einfach jetzt hier raus. So. Straße, wo bist du? Straße, Straße. Da. Ach so. Ach so. Bahnschranke. Ja, macht Sinn, ne? Also wir kommen von hier rein oder wir kommen von hier halt wieder raus. Das heißt, das ist in Ordnung. So, meinetwegen. Und dann haben wir hier... die Option da raus. Oder von hier... wieder rein. Wo sind da die Pfeiler? Nochmal, kann ich das irgendwie hier drehen? Also geht es jetzt in die andere Richtung? So, es geht in die Richtung, okay. Das heißt, die fahren hier lang und dann hier runter. Oder aber... einfach hier jetzt geradeaus hoch, bitte. Komm. What the fuck? Ist da kaputt? Okay. Verbindung. Schon wieder. Also ich bastel hier an diesem verdammten Ding. Muss doch irgendwie gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Da steht ein doofer Pfeiler im Weg. Tralalalala. Der Ort ist bereits belegt. Mit Lachgummi, mit Lachgummi. Ach du Scheiße, so wollte ich das ja nicht. Okay. Okay. So. Und wir wollen natürlich jetzt hier von irgendwo in die Mitte kommen. In die Mitte. Da gibt es hier so ein gerades Ding. Ich weiß nicht, wie weit das Abstand haben muss. So vielleicht. Ja, so machen wir es einfach mal. So, und daran kommt jetzt so ein Bahnhof. Bahnhof. Man hat zu mir gesagt, bau doch bitte nicht über Bahnhöfe, sondern Station. Aber ich kann keine Station bauen, sondern nur eine Zuglinie. Das heißt, es muss irgendwo einen Bahnhof geben. Sonst geht das nicht irgendwie. So. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Strom und auch Strom ist ein gutes Stichwort. Denn davon brauchen wir bald noch wesentlich mehr. Wenn wir das Teil jetzt hier aufbauen, so wirklich. Machen wir das mal so. Ich ziehe das jetzt einmal hier rum. Das nächste Gebiet, was wir hier auftüdeln.
So. Wenn jetzt hier ein bisschen einigermaßen alles abgedeckt ist, das ist ja gar nicht so schwierig, alles abzudecken. Nachher nur mit dem Strom wird es schwierig. Wir müssen ja eventuell wieder Kabel verlegen, dann muss das wieder zusammenbauen und so weiter. Kriegen wir aber hoffentlich, glaube ich, alles easy peasy hin. So, es war so schön die ganze Zeit, aber jetzt hier muss ich ein bisschen schlampen. Er hat Schlampe gesagt. Was? Wunderbar. Abdeckung ist dort auch gegeben. Jetzt überlegen wir uns, was machen wir? Also ich habe jetzt hier die Option, das wegzubauen. Wir haben einen Bahnhof direkt mittendrin. Mittendrin, mittendrin, mittendrin. Und ich baue jetzt hier einfach. Vielen Dank für den tollen Urlaub. Man sieht sich nächstes Jahr wieder. Also hier wollen wir das Ding drinne haben. Wir wollen die Leute irgendwie ja hier reinbekommen. Ach, guck mal, die fahren auch einfach... Achso, die kürzen damit ab. Hier auf die Autobahn. Ach, das ist ja witzig. Okay. Mhm. Guck mal, was können wir denn Witziges bauen? Wie können wir das denn hier irgendwie mal aufteilen? So gebietsmäßig, ja? Wisst ihr? Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich das hier gebietsmäßig so richtig aufteilen will. Wir haben einen Bahnhof in der Mitte. Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß es gar nicht. Strom. Ich kümmere mich ganz kurz erstmal um Strom, weil wenn wir uns dieses neue Mod-Teil mal angucken, Strom ist nicht ganz so gut. Wasser ist in Ordnung, aber nicht wirklich gut. Müllverbrennung ist auch okay. Wir kümmern uns jetzt um den Strom. Ich baue ein neues Atomkraftwerk. Weil Atomkraft, ja, ja. Ort bereits belegt. Da ist ein Hafen. Wo ich ja außerhalb einfach so ein Atomkraftwerk hinstellen. Oder? Wieso ist da so eine Dead-End-Geschichte? So. So, Atomkraft, ja. Wunderbar. Jetzt sieht es mit dem Strom auch gleich mal viel besser aus. Habe ich das irgendwie runtergeregelt vom Budget? Ach, 75%. Okay, das kann ich natürlich noch erhöhen. Das ist alles kein Problem. Steuern. Mülldeponie-Auslastung. Mhm. Gut, haben Sie auch Ihren Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen Ledergeldbeutel gefunden. Bitte PM schicken. So. Wie bauen wir dieses kleine Wunder auf? Was machen wir damit? Wie kriegen wir das schön? Wie kriegen wir das schön? Wir haben mehrere Verbindungen. Eigentlich müsste ich das hier auch nochmal wieder abreißen oder so. Oder verschieben. Würde gerne... Ach so, machen, dass ich hier mehrere Kreisel habe. Ja, passt mal auf. Wir bauen hier mal mehrere Kreisel an diesen Dingern. Sehr große Kreise sind das. So. Kreisel Nummer 1. Kreise Nummer 2. Der ist nicht richtig, ne? Neu gemacht, der Kreisel. Er wird von mir. Also, wir gehen hier nach da. Jo. Und wir nach da. Perfekt. Wir gehen einen runter. Ja, wir gehen nach rechts. Ja, wir gehen wieder nach rechts. Ja, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach links. Perfekt. Und hier vorne auch bitte ein Kreisel. Hier die Mitte gewählt. Wir gehen nach rechts. Wir gehen nach unten.
gehen nach unten. Wir gehen nach links. Wir gehen nach links. Wir gehen nach oben. Da habe ich den Fehler selbst gesehen. Also noch einmal. Okay, noch einmal von vorne. Hier hin. Zuschauen, wie der Otaldo beim Kreiselbauen failt. So macht das Spaß. So, jetzt haben wir hier unsere drei Kreise. Das ist doch schick. Jetzt machen wir die Verbindung hier rein. Hier können sie überall rein und raus und hin und her. Meinetwegen. Hier hin. Und dahin. So. Das ist die Geschichte. Hier hin. Und dahin. Man muss einmal um den Kreisel herum. Natürlich jetzt hier ein bisschen unglücklich gebaut. So. Aber es geht. Wunderbar, jetzt können wir die Verbindung zwischen den Kreiseln herstellen, indem wir eine gerade Linie da bauen. So. Ein bisschen rund werden. Zack. Also wir haben hier ein interessantes, lustiges Kreiselsystem, was irgendwie gar keinen Sinn hat. Aber es sieht doch einfach, es ist einfach mal anders. Es ist nicht perfekt. Ich hätte es sehr schön gerne machen wollen. So, jetzt haben wir hier keinen Strom. Das wissen wir. Strom kommt aber irgendwann. Gut. Ihr seht, wir haben hier schon natürliche Gebiete zugewiesen, die können wir jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und zwar kann man hier zwischen Verbindung setzen. Das ist in Ordnung. Das, wir haben 1, 2. Wir haben das Zentrum. Was das Zentrum angeht, ist das nicht wirklich mehr zentral. Deswegen müssen wir das nochmal anders machen. Das Zentrum. Ich sehe es eher hier. Muss den leider abreißen. Huch. So, ja, möchte ich abreißen. So. Dahinter stört mich hier vorne. Das ist hier ganz normal. Bahnübergang. Jetzt muss das Ding im Prinzip aber auch doch nochmal weg. Dahin haben. So, jetzt muss hier irgendwo das Bähnchen hinüber gelangen. Wie wir damit gleich weitermachen, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal ein bisschen Spaß an der Folge. Die gerade entlang. Ungültige Form, bist du doof oder was? So. Und der Bahnhof, der kommt dann irgendwie hier gleich hin. Und dann war es das erstmal für die Vorbereitung. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.